Guten Tag. Ich habe genug. Schon länger habe ich genug. Ich habe auch schon ein paar Mal verkündet, dass ich mich zurückziehe. Es geht nicht, ich bin Mensch. Ich bin Mensch. Ich könnte mich zu Tod schlagen. Ich habe mich ja schon halb zu Tod geschlagen. Gelähmte Beine und Füße. Und fast nicht mehr laufen, nur noch mit dem Stock. Das Auge verloren, Nebenniere verloren, eine Hauptarterie kaputt. Ja, fast noch einen Fuß verloren dazu. All das ist wegen euch. Mhm. Da könnt ihr jetzt hundertmal sagen, hey du, leg ich dich mit einer anderen Schuld. Nein, mache ich nicht. Ich weiß schon, was ich selber gemacht habe. Und ich weiß schon, was gerechtfertigt wäre, für was. Es gibt keine Rechtfertigung, dass man Menschen derart kaputt macht. Gibt es keine Rechtfertigung. Aber nein. Die uninformierten Uniformierten, die haben das Gefühl, sie hätten die Rechtfertigung. Einzelrichter wie ein Armin Kläger in St. Gallen hat dann auch das Gefühl, er hätte die Rechtfertigung. Und sucht er da Zeug zusammen, dass er mich bodieren kann. Und mir schon etwas kann zeigen. Dem sehe ich zeigen, was schon. Der macht ja nicht mit. Ich habe ihm alles angelegt, wie es wirklich war. Er hat null gehört. Null! Und ich zeige das Zeichen. Ganz klar. In meinen Augen ist das, was gegenwärtig mit diesen sogenannten Rechtsagenten mit staatsanwaltlicher Befugnis und Einzelrichter und Kantonsräte und Stadtpräsidenten, Präsidium, SBB Police in St. Gallen läuft, all das ist ein gewaltetraining verachtender Faschismus und wird am Kantonswappen in allen Ansprüchen einfach nur noch gerecht. Faschismus. Pur. Eine Entschädigung für Menschen wie mich, eine Wiedergutmachung, bleibt wahrscheinlich in den Sternen. Ich bin nicht mehr in diesem System drin, aber das System hat mir zu vergüten, was mir genommen worden ist. Und das ist mein Leben. Ich bin vor einem Jahr noch umgekippt und konnte laufen. Und ja, auch auf einem Baum hochklettern oder so etwas. Kann ich alles nicht mehr. Wegen was? Wegen mir. Weil ich das Maul aufgetan habe und gesagt, es sei falsch. Er soll ja selber mal ein bisschen lernen. Und dann... Hä? Nein, es ist einfach, wenn es genug ist, ist es genug. Das ist genug, wirklich. Ja. Es ist schlimm genug, ich erlebe das alle draußen auch, wahrscheinlich die Spaltung auch innerhalb der Familie. Oder ich habe das auch in meiner Familie. Ich habe zum Glück eine Schwester, die sieht wirklich, was ist. Und wo auch Dach alles redet. Und ja, schon noch ein paar andere Fähigkeiten hat. Dann habe ich auch Brüder, die dem Ganzen entweder ausrufend, stillschweigend zuschauen oder eben mitmachend, dass sie können reisen gehen. Und solche Sachen, auch in meiner Familie. Und das sind dann die bei dir nicht mehr melden, wenn es verschissen geht. Ja, weil da keiner von ihnen ist. Weil du dich nicht schlumpfen lässt. Obwohl du der bist, wo seit Jahrzehnten berichtet, was da soll laufen und in den Weg geleitet worden ist. Und jetzt ist es so. Und ihr glaubt es immer noch nicht. Nein, ihr wollt es auch nicht wissen. Bitte bleibt mir weg. Du musst halt ein bisschen mitmachen. Dann geht es dann schon. Nein, muss ich nicht. Fickt euch selber, wenn ihr das unbedingt nötig habt. Aber nicht mich. Und nicht meine Lieben. Das sage ich ja. Ich habe hier zum Laufen habe ich meinen Pilgerstock. Und da kann ich euch sagen, der ist jetzt immer dabei, weil ich kann ohne ihn gar nicht laufen. Es geht nicht.
Und bei jedem Fall, wo es dann wirklich nötig wird und ich zur Notwehr muss greifen, könnt ihr eins sicher sein. Euer Kopf ist nicht so hart wie der Knopf da. Das haltet euren Kopf nicht aus. Und jetzt ist der Zeitpunkt da, wo ich als Pazifist mein ganzes Leben lang anstehen und sagen, jetzt wehre ich mich. Jetzt wehre ich mich. Jetzt wird es zur Notwehr. Ihr habt mir das Leben schon fast ganz genommen. Ja? Ihr fühlt euch nicht einmal schuldig. Ihr findet das noch normal, da mitzumachen. Ihr seid abartige Zombies geworden. Und wissen ihr was? Ja, man weiß es, wenn man es will wissen. Es ist ganz eine frische Information. Und sie passt wieder einmal genau gleich in die Verschwörungsschwurblereien hinein. Aber es wird stattfinden am 1. Januar. Dann werden alle 5G-Antennen updated und neu gestartet mit 10-facher Leistung. Und vergessen das, dass ihr irgendwie ein Baugesuch oder so irgendwie könnt sehen. Das ist, die schauen nicht einmal mehr auf Baubewilligungen, die machen das einfach am 1. Januar. Wenn ihr nichts macht. Geht zu eurem Baudepartement in eurer Gemeinde, warnen sie, machen sie auf die direkte Haftung aufmerksam. Es sind die Leute, die das dann bewilligen, wenn eine Anfrage kommt. Es sind die Leute, die haften. Machen Sie aufmerksam. Sie wollen Bewilligungen umgehen, sie wollen einfach machen. Sie machen einfach. Aber dann müssen die vom Baudepartement und auch von der Polizei müssen informiert sein, dass sie selber haften, wenn sie dem zulassen. Das muss sofort, augenblicklich, gerade abgestellt werden. Und sonst, ja, müssen wir dann vielleicht eventuell, möglicherweise, mal zu etwas aufrufen, oder? Ich habe schon meine Wege. Ich muss es nicht in YouTube machen oder sonst was. Ich habe schon meine Wege, wenn ich dann will. Nun ja, ich bin der Pazifist nach wie vor. Aber ich bin einer jetzt, der zurückgeht, wenn er angegriffen wird. Ich bin keiner, der Gewalt will. Aber wenn man etwas nicht mehr will, dann muss man es loslassen. Und loslassen heisst Destruktion unter Umständen. Das ist jetzt in dieser Zeit mit Sicherheit so. Ganz sicher. Es ist so. Ihr seid die, die es machen. Oder eben mitmachen. Und ihr seid die, die verantwortlich sind, dass Menschen wie mir, es gibt einen ganzen Haufen andere, so geht. Wie sieht es gut? Ist das lebenswert? Haltet ihr das für lebenswert? Und nur darum, wie ihr Lumpen sind und draussen, nur darum, weil ihr mitmacht, geht das überhaupt? Es würde nicht gehen, wenn ihr nicht würdet mitmachen. Und ihr wisst, wenn ihr euch informiert, wisst ihr, hättet ihr das schon nach einer Woche gewusst, im Februar vor einem Jahr, dass es nicht das ist, was euch gesagt wird. Es hat mit der Gefährlichkeit überhaupt nichts zu tun für einen gesunden Organismus, für einen geschwächten, vorbelasteten, natürlich, wie jede Grippe. Ganz normal, ganz klar. Gar keine Frage. Mehr ist nicht. Mehr ist nicht. Und wenn ihr so dumm, naiv, fahrlässig und Gott verdorren mal so autoritätsanhimmeln unterwegs sind, dann ist es das eure. Aber wenn es zu dem wird, von anderen, und ihnen schadet, dann müsst ihr euch nicht mehr wundern, wenn es dann eskaliert. Wir sind nahe dran. Wir sind ganz nahe dran. Ja, beim Adolf haben sie es ja nicht gemerkt. Und beim Perverse auch nicht. Und bei den Sommerlügen auch nicht. Und beim Parmesan auch nicht. Und beim Sirup auch nicht.
Nein, es sind alle aus der gleichen Schiene. Das sind Eugeniker. Das sind selber manipulierte Typen, die aufgewachsen sind in Herrscherfamilien. In mehr bessere. Die machen uns jetzt fertig, weil die das Gefühl haben, wir sind zu viel. Kannst du mal den Alexa fragen oder Siri, wie viele Leute das noch in Europa hat, 2025? Frag doch mal. Ich glaube, wir sind Prophetin. Ich wünsche euch nur das Beste, wirklich nur das Beste. Ich wünsche euch Gesundheit, obwohl ich einen ziemlichen Groll in mir rein habe, über euch auch, wo da alle mitmachen. Weil ohne euch wäre mir das nicht passiert, was mir passiert ist. Und das, I'm sorry, das kann ich jetzt mal, ja, vergessen sicher nicht. Und mit Vergehen habe ich noch ziemlich Mühe. Weil solange keine Einsicht da ist, muss ich auch nicht vergehen. Ganz sicher nicht. Nein. Wir sind Halbschüler. Das sind wir. Nicht alles. Und, das kann ich ganz allgemein sagen, sogar die, die im Widerstand sind, die, die dann im Frieden lieb, gleich noch ein lumperes Gesicht, das ist ein Widerstand. Das ist ein Widerstand mit Ihnen. Komm, hört auf. Stehen einmal zu euch selber, haben einmal die Eier. Ja, klar, dann ist es jetzt halt so. Mit den Folgen für mich, wie es jetzt halt ist. Ich bin der, der von dem Leben dann geht und sich nichts vorwerfen. Du bist der oder die, wo sich dann einiges vorwerfen darf. Und weisst, in meinem Leben habe ich schon einige miterlebt, die gegangen sind, die noch nicht aufholen konnten. Weil es einfach zu viel war, von Scheiße, die sie gelernt haben. Und das machen die jetzt genau. Euer Abtreten wird nicht fröhlich sein. Ich werde im Frieden gehen. Mit mir habe ich meinen Frieden. Mit euch muss ich nicht haben. Weil ihr seid mir jetzt gleich geworden. Weil ich euch so etwas von gleich bin. Dass ich gar nicht mehr darf. Könnte ich so sagen, oder? Sehen. Und ich bin weiterhin ein Projekt aufbauen in dem Zustand, den ich habe. Für euch. Von Menschen für Menschen. Warum? Wie man eben menschlich ist. What's nice?